So ein Druckspiel mit dem höchsten Saisonsieg zu beenden, das ist schon eine Nummer, über die wir gerne sprechen. Ja, mit den Legenden. Hallo und herzlich willkommen. Klaus Fischer, Rüdiger Bramczyk. Schön, dass ihr da seid. Da hat die Mannschaft gut reagiert, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so, es wurde ja auch nötig, weil du spielst ja gegen Hertha Berlin. Und alles andere als ein Sieg, da haben wir gar nicht nachgedacht. Weil jetzt bist du dabei. Natürlich, was wir auch im Vorfeld schon immer gesagt haben, es wäre mal schön, wenn du ein Spiel gewinnst, wo man nicht mitrechnet. Das haben andere auch getan. Bochum hat wieder einen Punkt geholt in Union Berlin. Und das wäre mal nicht das Allerschlechteste. Aber 5-2, ein nie gefährdeter Sieg. Das muss Selbstvertrauen geben für die nächsten Spiele, die schwer genug werden. Weil die Spiele, die wir noch haben, ich glaube, es sind 2 Heim-, 4 Auswärtsspiele. Aber ich habe gesagt, ohne dem, dass du mal so einen Sieg landest, ob das gegen Frankfurt oder Bremen oder ihr, musst du machen. Und da muss man hinarbeiten drauf. Und schauen wir mal. Ja, bevor wir uns um die Ergebnisse der Konkurrenz unterhalten, dann wird die Laune ja gleich schlechter, ne? Weil die nicht so schön waren für uns. Lass uns doch noch ein bisschen über diesen höchsten Saison sich reden. In diesem 5-2 hat es natürlich auch geholfen, dass du direkt den ersten reinmachst, ne? Und was für ein wunderschönes Ding von Skarke. Die Jungs sagen, im Training macht er den öfter. Ja, das Tor war natürlich super, aber da haben wir uns ja alle ein bisschen überrascht, dass er da so draufhaut, der Torwart auch. Aber für mich war auch die ganze Überraschung, die ganze Aufstellung war für mich eine Überraschung gewesen. Dass Latzer gespielt hat, wo ich gesagt habe, der Latzer weiß ich nicht. Also da im Mittelfeld ist er auch nicht mehr so, wie er früher in Mainz war und. Und dafür hat er einen jungen Kraus rausgenommen. Das war für mich schon eine kleine Überraschung gewesen. Kraus und Kral haben ja mit Latzer zusammengespielt. Ja, aber ich sage jetzt mal, dass nicht alle gespielt haben, war eine Überraschung gewesen, weil ich habe schon gedacht, dass er vielleicht mit 3 Defensiven vor der Abwehr spielt. Aber das hat er ja jetzt so in dem Sinne nicht gemacht. Und für mich war auch eine große Überraschung, dass Dorotte auf einmal gespielt hat, Kaminski gespielt hat. Da habe ich gedacht, oh, was ist denn da los? Also da hat er ja die ganze Truppe auf den Kopf gehauen. Aber es hat geklappt und man muss sagen, die haben sehr gut gespielt. Also Kaminski hat auch für mich sehr gut gespielt. Und mit Jens hinten, die beiden, die waren da schon diejenigen gewesen, die Sicherheit reingebracht haben. Schade war einfach nur, dass Fährmann rausgekommen ist mit seiner Verletzung. Ich wusste gar nicht, warum und weshalb. Wir haben uns alle angeguckt hier und wussten gar nicht, warum der und was er hatte. Ich glaube, Adduktoren irgendwie, Verletzungen und so. Da habe ich schon gedacht, na 2-0, okay, und dann kommt natürlich unser Junge rein, ja, der ist ein paar Minuten drin und bumm, schon knalltet. Also da habe ich gedacht, hoffentlich kommt da jetzt nicht so ein Ruck durch die Mannschaft, dass alles wieder anfängt zu zittern, aber nein, die haben gut weitergespielt und waren aggressiv gewesen, das, was wir ja vorher immer gesagt haben, du musst aggressiv sein, auch hier gegen Boateng aggressiv gewesen, weil der hat auch ein paar Mal hingelangt. Aber wir waren im Mittelfeld, waren wir wirklich gut. Aber Kaminski musste ja spielen, weil Yoshida war verletzt. Yoshida war verletzt, ja. Krank war er. Und er musste spielen, hat seine Sache hervorragend gemacht, gar keine Frage. Und auch den Freistoß auch ganz locker reingemacht. Da muss man auch erstmal. Und ja, und Bülter macht wieder 2 Tore. Das gibt ihm auch sehr Vertrauen, weil er, haben wir schon drüber gesprochen, er ist ein Spieler, der alles versucht, um zum Erfolg zu kommen. Gott sei Dank hat auch der Rode getroffen, hervorragend vorbereitet. Und er ist genau dahin gelaufen, wo ein Mittelstürmer sich anbieten muss, genau im richtigen Moment. Da ist das Tor leer, ist ja klar, der Torwart ist auf der Seite. Und auch das erste Tor, das war schon gewollt. Das konnte man sehen. Und auch leider muss man sagen, haben wir 3 Verletzte. Das könnte ein großes Problem werden. Wir hoffen es nicht. Aber so wie es aussieht, was man auch gehört hat,
ist die Saison für den einen und anderen vorbei. Tja, also das ist natürlich der große Wermutstropfen, ne? Neben den, neben dem tollen Erlebnis und den vielen Erfolgserlebnissen, die wir gebraucht haben, dass da jetzt neben Yoshida, der weiter ausfällt, neben Kraus, der die fünfte Gelbe hat, noch drei Mann, die in letzter Zeit wirklich wichtig waren und gut waren, sofort raus sind, beziehungsweise Fährmann und Brunner waren Stamm. Und Skarke, der jetzt erst einmal funktioniert, ne, mit Tor, mit Vorlage, die Flanke war ja auch genau richtig getimt für Bülters 2-0. Das ist natürlich ein richtiger Hammer. Ne? Wenn ihr sowas erlebt habt früher, ist das eine Geschichte, die im Erfolgsfall dann doch noch weggesteckt wird von der Mannschaft? Man sagt, okay, dann machen wir, wir anderen holen jetzt die Kastanien aus dem Feuer? Ja, da sind wieder Mitspieler gefragt, die reinkommen. Die muss man auch stark reden im Training. Man muss mit denen sprechen und die müssen eben alles reinhauen, was sie haben. Da bleibt nichts anderes übrig in dieser Situation, weil auf die kannst du nicht zurückgreifen, weil sie verletzt sind. Und man hat einen großen Kader und nur reinkommen und mitlaufen, das geht nicht. Entweder richtig Leistung bringen oder wieder raus. Ja, das hat aber auch, da muss man knallhart sein. Ja, das hat man aber auch, glaube ich, gesehen. Das, was wir auch vorher gesagt haben, ohne Kampf geht's nicht. Das wollten die Berliner natürlich auch. Die Berliner waren auch sehr aggressiv, fand ich. Und man hat auch gesehen, Berlin wollte hier also auch mit Kampf übers Spiel kommen. Und nur leider haben wir die Tore, oder viel besser nicht leider, sondern wir haben die Tore gemacht. Und dann war für Berlin der Zug eigentlich abgefahren nachher. Ja? Also nach dem 3-1, da habe ich gedacht, naja gut, jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Aber wir haben mal Tore gesehen zu Hause, die auch gewollt waren. Ja? Die wollten unbedingt das Spiel gewinnen. Und das ist doch das, was sie vorher ja auch schon gemacht haben. Und das haben sie jetzt am Samstag, Freitag, meint mir auch schon durcheinander. Am Freitag genau das gemacht, was sie vorher bei der großen Serie, die wir hatten, gemacht haben. Gekämpft und probiert, Tore zu machen. Und was uns noch zugute gekommen ist, dass die Berliner mit einem gespielt haben, der spazieren gegangen ist. Ich will jetzt auch keinen Namen nennen. Und ich habe in den letzten halben Jahr zwei Spieler gesehen, die im Spiel spazieren gegangen sind. Am Samstag war einer und vor längerer Zeit waren wir irgendwo im Ausland, da habe ich auch einen gesehen, der spazieren gegangen ist. Und das siehst du wieder, das kann auf uns zurückkommen. Da kannst du nicht gewinnen, wenn du so einen Ausfall hast. Der zwar mal dazwischen haut, aber vom Läuferischen her gar nicht mithalten konnte. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass unsere Mannschaft Auftrieb nach diesem 5-2-Sieg, aber es war der Tabellenletzte. Ja, es kommen andere Mannschaften und man muss, habe ich jetzt gesagt, man muss von der ersten bis zur letzten Minute in dieser Situation ohne Kampf gewinnst du nichts. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Sachen schon lange nicht mehr gesehen. Ihr habt schon eure Freude gezeigt, aber um damit Zahlen zu füttern, ne, letzter direkter Freistoß, den wir verwandelt hatten, war im November 20. Ja, in Mainz hat der Utmar einen reingemacht direkt. Seitdem haben wir das nicht mehr geschafft. Also über 2,5 Jahre. Dann haben wir im November 18 letzte Mal 5 Tore geschossen in der Arena. Ne? Vorher in der Bundesliga. Vorher einmal dann natürlich das 5-2 gegen Sandhausen hier in der zweiten Liga. Aber jetzt, ne? Erste Liga ist ja doch nochmal was anderes. Da schießt man nur selten 5 Tore. Damals gegen Nürnberg. Ne? Da war der Kaminski, der Abwehrspieler, der hinten raustrifft, der hieß noch Rutschipka, der doppelte Torschütze war Skripski und nicht Bülter, ne? Und der Terodde hieß Burgstaller. Also schon so eine ähnliche Verteilung auch bei den Toren. Mhm. Ja, jetzt habt ihr das schon angesprochen. Wir müssen mal ein Spiel gewinnen, womit keiner rechnet. Freiburg ist natürlich eine Truppe, die vor allem durch eins besticht, nämlich Konstanz. Ne? Selbst wenn die nicht besonders gut sind, so wie jetzt beim Spiel, gewinnen die trotzdem noch 2-1 in Bremen. Ja, werde ich sagen, wir haben es ja im Vorfeld immer schon wieder gesagt, dass wir einen Hut ziehen von Freiburg. Da ist immer wieder einer dabei, der Kopfballtor macht, der vorbereitet und er ist nicht der Größte, macht ein Kopfballtor. Das heißt,
man hat die Situation, die jetzt entsteht, der Abwehrspieler von Bremen hat das nicht richtig mitgekriegt, dass der den Ball da so verlängern kann, dass er ins Tor geht. Da muss man dabei bleiben. Es sind Flanken von links, von rechts. Da muss ich am Gegner sein. Hat der ein bisschen Raum und Platz? Ja, da kann jeder. Oder fast alle. Und deswegen muss man aggressiv auch da im Strafraum dabei sein. Dass der mit seiner Größe nicht gegen uns ein Kopfballtor machen kann. Ja, das war der Höhler, ne, der das 2-1 gemacht hat auf Flanke von Scholloy. Beim ersten Tor war es andersrum gelaufen, Scholloy auf Höhler. Scholloy hat die 5. Gelbe gekriegt bei den Freiburgern im Spiel in Bremen. Und auch Eggestein hat die 5. Gelbe gekriegt. Die sind also beide gesperrt, ein Stürmer, ein Mittelfeldspieler. Der Mittelfeldspieler ist eigentlich Stamm, der ist immer dabei, den muss er jetzt also ersetzen. Und vorne haben sie ein bisschen Probleme, weil der Gregoric verletzt war. Ich weiß aber nicht, ob der am Sonntag wieder kann. Also wie seht ihr so die personell das Gefüge? Klar hat das Gründe, dass die weit vor uns stehen, viel mehr Punkte haben. Sind die auch individuell besser oder ist das die Mannschaft? Also individuell glaube ich schon, dass sie ein bisschen besser sind. Und was die haben eine unheimliche Disziplin. Da weiß jeder, was er zu machen hat. Das hat Streich da richtig gut reingekriegt in so einer Mannschaft. Es sind für mich jetzt nicht super Fußballer dabei, aber die schmeißen alles rein, was sie können. Ja, und das sieht man bei denen. Also es ist ja nicht so, dass wenn die jetzt alle super wären, dann wären sie ja nicht unbedingt in Freiburg. Dann würden sie in Bayern spielen, in Dortmund spielen und. Also die kommen mehr von einer Mannschaft, ja, das heißt also, der hat eine Mannschaft da sich wieder mal über Jahre toll hingekriegt und da gibt's keine großen Stars, sondern die Stars ist die Mannschaft, ja, und das hat er super hingekriegt. Und auch wenn auch wieder wie Schlotterbeck, beide Schlotterbecks ja weg, der eine nach Bochum, der eine nach Dortmund. Und man sieht aber nicht da, dass da irgendwie auf einmal ein großes Loch entstanden ist, sondern da kommen andere Jungs rein, die spielen und spielen genauso gut. Also ich weiß nicht, wie der da macht, der Streich, aber der macht es sehr gut und die haben eine tolle Mannschaft, finde ich. Und da muss man schon aufpassen, dass man da nicht untergeht. Aber ich hätte es nicht besser sagen können. Nein, da hat er recht. Über Jahre. Selten, dass sie einen überragenden Einzelspieler haben, weil der ist ja dann schnell weg. Die Mannschaft, die zeigt jedes Jahr, egal wie sie zusammengesetzt sind, dass sie als Mannschaft funktionieren. Und das musst du. Und dann kannst du das dabei bringen, dass du gar Champions League Platz erreichst. Aber das müssen wir schauen, dass wir auch als Mannschaft, weil wir haben auch gute Spieler, Einzelspieler, aber noch mehr als Mannschaft. Und dann kannst du, warum nicht, in Freiburg auch was holen. Aber du musst sehr viel tun. Ja, Hertha hat da letztens ein 1-1 geholt, ne? Und man weiß kaum wie. Freiburg, haben wir gesagt, kommt über die Mannschaft, hat aber natürlich trotzdem so ein paar Unterschiedsspieler, unter anderem Griffo. Ne? Insgesamt ist die linke Seite sehr, sehr stark. Günther dahinter, ja auch Nationalspieler gewesen, kurz zumindest, dann Griffo davor. Also da muss die rechte Seite bei uns richtig aufpassen. Und ja, vor allem Freistöße kurz vorm Strafraum müssen wir versuchen zu vermeiden, weil Griffo hat einen guten Freistoß, wo immer wieder auch Tore macht. Und da muss man höllisch aufpassen. Ja, der Griffo, der hat ja auch hier ein schönes Tor gemacht. Wenn ihr euch daran erinnert, schön außen vorbei, also schön reingeschnibbelt in eine lange Ecke. Also da ist der schon, also das kann der auch. Und man muss natürlich dann am 16er nah dran sein. Man muss die nicht schießen lassen. Man muss probieren, ja, an die Leute zu pressen, dass sie nicht 2-3 Meter Zeit haben, um zu gucken, um an dir vorbeizuspielen. Das ist das Schlimmste, weil dann als Torwart siehst du da auch schlecht aus. Also ich meine, dass man ab den 16er ganz eng dran sein muss, dass man da die nicht schießen lässt, ja, oder auch kein Dribbling mehr machen. Und wichtig ist, dass man weiß, Linkfuß oder Rechtsfuß.
Ja, wenn du den Griff von den Rechten auflässt, wird es brandgefährlich. Ja. Das muss ich aber wissen. Das weiß ich im Vorfeld. Dann lasse ich ihn lieber am schwachen Bein vorbei als am starken. Das ist die Voraussetzung. Ja, nur bei den Standards, ne? Da ist, kann man nicht so richtig dran. Und da hat er einige von gemacht und ja, nicht nur als in der direkten Variante, wo er gleich reinschießt, sondern auch als Vorlagengeber, auch bei Ecken, ne, ganz stark. Also da müssen wir gucken, dass wir. Ja, gut, aber wir haben jetzt auch wieder zwei große Jungs in der Mitte, Jörg. Ja. Also Kaminski ist groß, ist kein schlechter Kopfballspieler. Jens ist gut. Also da sehe ich, jetzt nicht unbedingt große Gefahr. Auch wenn die Bälle reinhauen, die also von rechts oder links. Ich meine, dass wir da gut stehen. Und klar, man muss natürlich, wie Klaus immer gesagt hat, dranbleiben. Wenn der Ball kommt, dann muss man da hingehen. Da muss man keine Angst haben und sagen, so, pass mal auf hier, lass dir mal köpfen. Denn wenn die köpfen, dann ist schon gefährlich bei denen. Aber wenn man da sich konzentriert und guckt, wo der Ball ist und dann da ordentlich hingeht, dann sehe ich da also keine Gefahr. Und große Fehler vermeiden. Das haben wir auch immer erwähnt. Und da sind ja Tore entstanden, nicht nur bei uns, auch bei Bayern München. Wenn man solche Fehler macht wie die, gewinnt ja auch kein Spiel. Und das hat man jetzt gesehen, auch Borussia Dortmund, die führen und ein junger Mann, so ein Ball haut total daneben. Das sind natürlich tödliche Sachen, die dürfen nicht passieren. Ja, ich war in Stuttgart, musste da arbeiten und man hat das schon in der zweiten Halbzeit, als sie noch 2-0 führen, gemerkt, dass er immer mehr laissez-faire, immer mehr so locker, ne, ja, wurde wie bei uns, als sie hier 2-1 geführt haben und auch gedacht haben, so jetzt spielen wir die schön her. Ja, die haben gedacht, 2-0 führen wir, 10 Mann haben die nur noch, das geht so. Nein, das geht nicht so. Du musst 90 Minuten konzentriert sein. Und vor allen Dingen bis zur 97. Ne, in dem Fall. Ja, genau. Du machst noch das 3-2 in der Nachspielzeit. Da denkst du jetzt, okay, ne, ich habe das Handy immer geguckt. Ich habe gedacht, Mensch, immer, wann hören die denn auf? Was ist denn da los? Haben die später angefangen oder so? Ne? Aber die haben so lange nachspielen lassen. Ne? Ja, da war einiges an Verletzungen auch und Wechsel und. Also war schon berechtigt die Nachspielzeit. In der Nachspielzeit dann noch wieder ein Tor, das minutenlang gefeiert wird. Man hat auch gesehen, wie sauer der Trainer war von Dortmund. Ja, sowas habe ich also noch nie gehört. Der war richtig angefressen. Er war. Ja, ja. Zumindest nicht in den letzten Jahren. Früher die Trainer haben schon mal eher ein bisschen draufgehauen, aber diese Trainer, die sagen ja eigentlich, ja, guck mal, der Tuchel, der verliert 3-0 und sagt, oh, ich habe eine schöne Mannschaft, wunderbar, bis 70. Minute. Ja, wir hatten es schon angesprochen mal, du hast jetzt die Dortmunder erwähnt, die Stuttgart einen Punkt zugelassen haben, Hoffenheim holt einen Punkt in München, weil die von sich selber sagen, war so schlecht wie selten. Ja, und dann gewinnt auch noch Bochum gestern den Punkt bei Union, weil dummer Elfmeter, gelb-rote Karte und dann kurz vor Schluss dieser super Konter, wo der Behrens aus 3 Metern am leeren Tor vorbeiköpft. Also ist jetzt nicht, der Freitag war schön, aber Samstag und Sonntag. Das sieht man immer wieder. Du darfst dich auf andere nicht verlassen. Ja, genau, du musst so selbst agieren, musst versuchen, Tore zu machen und so weiter, Fehler zu vermeiden, weil auf die anderen verlassen zum Schluss sowieso nicht. Ja, aber das ist ja so, das sind noch 3 Mannschaften. Mein Bochum ist jetzt schon, glaube ich, mit 3 Punkten weg. Jetzt weiß ich nicht, wo spielen die jetzt zu Hause, keine Ahnung. Also das wird jetzt wieder kompliziert. Ja? Also wir spielen wieder auswärts. Die anderen haben alle, glaube ich, Heimspiel. Also müssen wir da wieder, wir müssen irgendwann auswärts was holen. Weil sonst haben wir ein Problem. Wir holen dann wohl auch zu Hause unsere Punkte und wenn die anderen auswärts auch immer mal was holen sollen, kommst du ja da unten nicht weg. Du siehst ja, unentschieden ist Stuttgart vor uns. Besseres Torverhältnis, sind sie Drittletzter. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit hier gesagt haben. Wir müssen aufpassen und was Klaus ja auch gesagt hat, einmal musst du irgendwo gewinnen, wo keiner rechnet. Und vielleicht ist der Fall eben jetzt Freiburg mal. Warum sollen wir da nicht gewinnen? Also, oder mindestens mal einen Punkt holen. Genau, weil die Freiburger, ich weiß, ob Streich das zulässt, dass sie uns unterschätzen. Aber jetzt nach dem Sieg, wo wir gewonnen haben, glaube ich nicht, dass sie uns unterschätzen. Und die werden alles versuchen, weil man braucht bloß die Tabelle an und schauen, wo die stehen. Ja, also ich glaube auch, dass das eben ja auch eine der Stärke ist in dem Verhältnis Trainerstab-Mannschaft in Freiburg, dass die immer so ansprechen, dass sie wirklich nah an ihre 100% kommen. Die kriegen nur dann mal Probleme, wenn du dich ordentlich hinten reinstellst,
Ne? Also wenn du denen richtig die Räume zumachst, die sie immer bespielen, vor allen Dingen über die beiden Flügel. Mhm. Ne? Auf der anderen Seite, wir haben ja den linken schon gehabt, auf der anderen Seite der kleine Doan, ne? Ganz schneller Dribbler. Wenn du das zumachst, durchs Zentrum ist da nicht so viel, habe ich immer den Eindruck. Ne? Also insofern, wenn du die richtig bespielst, dann kriegen sie Probleme, nicht wegen Mentalität. Nee, das müssen wir dann vermeiden eben. Und je länger das Spiel dauert, ja, das weiß man ja selbst, dann denkst du auch schon ein bisschen nach. Es steht immer noch 0-0. Vielleicht machen wir einen schönen Konterbomb, vielleicht 1-0 führen. Ist alles möglich. Ja, aber du, wie, da kommen wir immer wieder aufs Gleiche. Du musst unheimlich viel malochen. Ja. Dass wir so spielen wie jetzt gegen Berlin? Oder meint ihr, wir werden wieder wechseln? Ja, wir müssen ja schon mindestens dreimal wechseln, ja, beziehungsweise viermal von den, wegen den Verletzungen. Also ich denke, dass jetzt von den fünf, die neu reingekommen sind, zum Berlin-Spiel, die werden alle wieder da sein. Ne? Und dann hast du noch eingewechselt Schwolo, Uron, Karaman. Ne? Karaman hat sehr gut gespielt. Das kann gut sein, dass die auch, also Schwolo bleibt ja auf jeden Fall drin. Und es kann auch sein, dass er Uron links und Matrigiani rechts spielen lässt. Und Karaman rechts vorne. Da bleibt ja nichts anderes über, wenn du drei Mann verlierst, wichtige Leute. Aber ist der Sepp nicht auch wieder fit, habe ich jetzt gelesen? Vandenberg? Ja. Ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass er nach der Leistung auf Kaminski Jens setzen wird. Ne? Ja, eben. Also von daher ist er nur eine Möglichkeit, dass er mit der Dreierkette spielt. Ja, meine ich ja. Das war so eine Überlegung von mir jetzt. Ne? Aber ja, wir werden sehen. Das auf jeden Fall. Was uns aufgefallen war, am Freitag gegen Hertha haben drei Ex-Unioner vier Tore geschossen. Ne? Das war ja schon lustig. Die waren ganz heiß. Da war noch der kleine Zusatzfunke. Ne? Und jetzt haben wir dann, müssen wir gucken, Freiburg, der Gegner in der Bundesliga, der Rivale ist Stuttgart. Welche Ex-Stuttgarter haben wir? Und da finden wir Karaman, Kaminski und Terodde. Also das sind doch schon mal, was für ein Ohm, oder? Aus der Kategorie, beste Voraussetzung. Aus der Kategorie weit hergeholte Ohmen, die wir uns da zurecht basteln. Egal, ist ja, soll ja nur Spaß machen, so wie der Freitag Spaß gemacht hat und das mit euch hier. Okay, alles klar, vielen Dank und nächste Woche Montag wissen wir mehr. Okay. Danke, tschüss und Glück auf. Dankeschön.